schnell das Match-Einstellungen. Bin ich erleichtert. Hast du gefunden? Ja, es geht noch. Wo ist es denn? Bloß, wenn du auf Spielen, auf die Spielenkarte klickst, über den Battle Pass. Okay. Dann schnelles Match. Und dann schnelles Match. Und dann gibt's Einstellungen. Eine kleine Karte unten rechts. Aha, okay. Puh. Bin ich jetzt aber sehr, sehr erleichtert. Das glaube ich. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Aber die haben die Reihenfolge geändert. Das war mal Geisel, Bereich sichern, Bombe. Jetzt steht da Bombe, Bereich sichern, Geisel. Gut. Fein, fein, Ubisoft. Ich habe schon fast den Glauben an euch verloren. Ich glaube, das wollten sie dann doch nicht. Hm. Ich habe es versucht zu googeln, aber ich habe es nicht gefunden. Im Beiweister. Erleichterung. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Nicht Medien. Bist du schon beim Geschenkeladen? Nö. Da sind sie aber nicht, also sind sie unten. Vogelzimmer auch nicht verstärkt, dann sind sie hinten beim T-Zimmer. Da rennt ja was raus. Oh oh, EMP. Kugelsichere EMP. Achtung, doch. Vogelzimmer haben sie einfach noch nicht verstärkt gehabt. Kapkan, ich will Kapkan. Ja, den kennen wir doch schon. Sollte mal auf der richtigen Etage reingehen. Warte, ich komm mit. Was? Ob hier gab's schon oder was? Sicher mit der Grabschrau? Ja, könnten sie doch haben. Du gehst voraus, okay. Kamin auf. Mhm. Die Tür ist zu zum Empfang. Gleich macht's bumm. Gleich macht's bumm. Kamera kaputt. Mittlerweile. Ah, Vogelzimmer nicht ganz verstärkt. Nicht ganz verstärkt. Floor es nicht machen. Oh Mann. Das Loch ist zu klein. Rekruten haben sie noch, der geiert da vom Vogelzimmer rum. Okay. Von der langen Wand, die nicht verstärkt ist, ganz. Los. Zwei Zugangssperren kaputt. Also, du bist nicht mehr da. Gestorben. Da ist ein Hologramm. Könnte Alibi sein. Na, da ist doch gerade am Fenster. Was guckt der denn da rein? Der wacht doch da. Mann. Hat er doch nicht so ganz gewacht. Thank you.
Alibi. Piu, piu, piu. Zugangssperre. Da steht ein kleiner Turm auf der... Na, Serviette kann man es nicht sagen. Tischdecke? Nee, ist Metall. Geht rein. Eine doofe Trinkflasche. Immer noch da. Gleiche Ecke. Nein, nicht die Drohne zerstören. Oh, Mann. Wir haben zu viel geflogen. Muss zurückgeholt werden. 10 Sekunden übrig. Nur noch einer vom eigenen Trupp. Eigener Trupp wurde eliminiert. Was Iana da anhat. Ach so. Dann sind sie lieber, soll sie lieber ihr anderes Kostüm mit der coolen Frisur anziehen. Das Elite-Ding. Ah, weiß nicht, sieht irgendwie komisch aus. Also, die Farben sind sehr speziell. Ja. Das Elite-Ding ist zwar auch sehr speziell, aber ich glaube, das hier ist spezieller. Obwohl ich wirklich sagen muss, das einzig Coole an der Elite, wie der an dem Elite-Ding ist wirklich die Frisur. Der Rest ist scheiße. Wir müssen eine Bombe aufspüren. Und eher, als wären sie links. Bei den Fischen. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. Telefon. Die haben die Mina. Wenn ich das so reinschreibe, versteht das wieder keiner. Die denken, hä? Verschrieben, Mira kennt man doch schon. Die Mira? Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Mira ist weg. Lade Munition nach. Lade Munition nach. Okay. Sie ist schon tot. Scheiße. Da ist er! Der Oryx hier beim Aufzug. Geh weg. Ich geh schon meinen Teamkollegen. Ich habe kein einziges Mal getroffen, aber Sprenggranaten ist es. Ella, so die Schwester beim Nichttreffen mit Ash vorhin auf Emerald und jetzt mit der Zoe hier auf Turm.
Musst du morgen raus oder ist normales Wochenende? Einfach Wochenende, zwei Tage Wochenende, also Wochenende. Yay! Yay! Luke, oh, die Luke ist schon offen. Der Beilef kann ja bloß der Oryx gewesen sein. Die Gegner haben eine Bombe entdeckt. Verteidigen. Warum denn nicht einfach eine Arschbombe auf die Luke gemacht? Verstehe ich nicht. Das ist munitionssparender. Wo verwiegt er denn 100 Kilo? Hier ist C4, das ist nicht gut. Wand gesichert! Oh, das ist ja eine scheiß Mine. Kacke. AVS platziert und einsatzbereit. Gerät wurde platziert. Es bleiben 5 Sekunden. Sie kommen. Gerät wurde platziert. Oh, Klapperkahn, geht weg. Die Gegner haben meine Bombe lokalisiert. Gerät wurde aktiviert. Verbarrikadiere das Fenster! Zugangssperre scharf gemacht. Fahrstuhl ist schon jemand. Zugangssperre, yeah. Zugangssperre, es ist ja ein Schildträger. Es sind zwei. Matze! Oh, Gegner. Das sind zwei. Ja. Zugangssperre. Hier ging sie ab. Oh, da ist ja gar keine mehr von uns. Scheiße. Aua. Drin? Ja, aber. Rechts. Oh, scheiße. Ich dachte, er wäre links. Runtergefallen. Mission gescheitert. Okay. Eigener Operator gefallen. Nimmt den Fahrstuhl runter. Stimmt. Das hab ich aufgemacht, das Ding. Haha. Das wäre ja geil. Da müsste eigentlich Punkte für mich geben. Geschenke. Macht das nämlich nicht ohne Grund auf, denn wenn man da runterspringt und das Ding offen ist, landet man nämlich im verletzten Modus. Nochmal so ein Krümelkack. Oh Mann, geh weg. Bitte was? Was macht denn Aruni da hinten? Die Wand da hinten? Lass mal zum Runterhüpfen. Ich höre sie schon fast drin. Die ist zu weit vorne. Das könnte mein Tod bedeuten. Schnell weg. Sichere die Tür! Die haben wieder einen Schildträger, der ballert hier pistolenmäßig rum. Fahrstuhl runtergehopft. Hier läuft er rein, hier läuft er rein. Aua, Mama! Ja, genau, räum ab, warten. Räum ab. Nein, er wird abgeräumt. Lade neues Magazin! Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Au, 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 au. Fahrstuhl, hier ist jemand. Oh, ich hab nicht hingeguckt, Ubisoft, was soll das? Hat der keinen Schaden oder was? Ist ja wohl ein Witz, da ist in der Ecke jemand links, Vorsicht.
Nur noch ein Sehr Gegner gut. übrig. Ein Gegner, ich bin hier verletzt. Nock ist die letzte. Sauerei, lass mich helfen. So eine Sauerei, lass mich helfen. Dankeschön. Das ist ja auch bei uns, glaube ich. Hier ist Lärm. Wechsle Magazine. Da war sie. Die diegelt hier rum. Sehr schön. Die ist extrem stimmig, da muss man mehr Zugangssperren anbringen. Jetzt wechseln wir eh wieder die Seite. Ich glaube gar nicht, dass wir schon in Runde 5 sind nach nur 16 Minuten. Normalerweise geht das nicht so schnell. Oh, die sind noch zu viert. Kartenkontrolle der Fraktion gehört Nock an. Antigerät. Durchbruch, Frontlinie. Fuse ist nur Antigerät. Zumindest mit seiner aktuellen Ausstattung. Vielleicht ändert sich das noch, wenn er irgendwie seine Sprengladung weglegt. Wobei, hat er nur noch eine Sprengladung. Hier kommt eine Granate. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Nicht Medien. Fische oder unten. Ich guck gleich mal unten. Barres Lärm. Eure Drohne hat eine Bombe gefunden. Die haben die Asami. Das war daneben. Sind die ganzen Gegner hin? Die streunern doch alle. Hier ist nichts los. Die verstärken nichts. Keiner im Raum. Die rennen rum. Fahrstuhl ist gekeilt. Der mag Drohnen nicht. Noch 5 Sekunden. Aha, also habe ich schon am Fensterchen. Kiba, zurück. Rückt zur Bombe vor und entschärft sie. Ich wollte das Ding jetzt gewinnen. Ich traue dir nicht, die haben irgendwas Offensives vor. Ist mir nicht ganz geheuer. Wir sehen uns. Ich wieder Boden wischen? Fiepen, geh weg. Sieht ja erstmal nicht schlecht aus. Bombenentschärfung eingeleitet. Entschärfer beschützen. Ich hoffe nicht, dass der jetzt entschärft wird. Ein Gegner verbleibt. Liegen überall Claymores rum. Was? Claymore. Neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich. Dass der Explosionskrater schon da ist, bevor es in der Wiederholung hochgeht, das ist auch unverändert. Die Asami wollte dann auf Grabschrauber machen und sich da hinten irgendwo verstecken. Weißt du, wenn du von oben auf der Balustrade da rumeierst, wo sie immer gerne mal rumstreuen hat, da war Asami. Beim Runterhüpf oben bei Medien? Und dann hinter dieser genau. Wand? Okay. Genau. Da ist die rumgerannt. Oh,
Ups, ich darf nicht auf die kleine Karte drücken. Dann geht's gleich los. Steht auch in neuen Spielen, nicht ab. Bereich sichern. Es gibt sogar eine Anleitung. Schnelles Match. Spiele unterschiedliche Spielmodi. Spielmodus. Bombe, Bereich sichern, Geisel. Karten. Stelle deine Fertigkeit innerhalb einer großen Kartenauswahl auf die Probe. Game Play. Matchformat. Ohne Rang 15 bis 40 Minuten. Schnelles Match 10 bis 25, weil die einfach mehr Runden haben. Ja. Karten. Einfach alle. So muss das. Aber Bartlett fehlt ja. Gibt's nicht. Mit und ohne Rang nur Bombe. Bäh. Rundendauer überall 3 Minuten. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. So ein Quatsch mit Friendly Fire in der Vorbereitungsphase deaktiviert. Küche unten nicht. Hammam sieht auch euch aus. Da sind sie oben. Oben, da oben. Da sind sie auch nicht. Dann Konsulbüro. Da wieder einer umbringt, entgeht. Nee, das macht niemand. Nix los hier. Ah, Kameras an. Vorsicht vor Zugang sperren. Achtung, da ist einer. Blitz. Ah, Westenmann hinten bei den Doppelstockbetten. Halbe Energie. Deckung geben, ich lade nach! Salami, sagst du? Alle übereinander quatschen. Floris könnte jetzt schön durchs Fenster gucken und vielleicht den einen oder anderen abgreifen. Geht auch zum Loch. Das ist nicht so gut. Letzter verbleibender Gegner. Mit freundlichen Grüßen.
Dankeschön. Okay, hinter euch. Assistierung, besten Mann. Ja, weil der Termiter-Idiot da ja natürlich rumlaufen musste. Macht aber halt vieles falsch. Hä? Ne, der Termit? Ja. Vorhin schon? Ja. Dumpfbacke. Ja, das war halt die. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Da, wo er nicht aufgemacht hat, wo er aufmachen hätte sollen. Und jetzt das. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Ah, Kaffee, Frau Frost, haben sie. Und die Melusi. Und der Fee. Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Frost. Frau Frost ist die letzte, ja. Markieren hat es nicht mehr gereicht. Die Antenne der Drohne sah gerade aus. Das dritte Standbein. Da, ha. Da, ha, ha, ha. Jetzt. Durch den Schild identifiziert, aber nicht markiert. 5 Sekunden bis zum Einsatz. Boah. Geht ja was hoch. Wie viele Willkommensmatten hier liegen. Scheiße, die ist in der Waschküche. Prost. Die Luke ist da offen. Uhuhuhu. Die hat einen Plan. Also, Luke, Waschküche offen, Frost oben. Oh, hab gar nicht nach der Matte geguckt, das war blöd. Jetzt hab ich's. Oh, das war nicht gut. Das ist auch nicht gut. Oh, zweimal getroffen, aber. Ich nehme Matte, okay. Freut sich Frau Frost. Wo was? Esszimmer. Im Erdgeschoss, also unten bei der Cafeteria ist es nicht. Beim Esszimmer halt. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Reicht das? Das reicht nicht ganz. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Meine Artiller ist an. Die Finger der rechten Hand von Gabschwa ab und zu mal weiß werden. 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Ja, da fischt bestimmt jemand runter, Frau Frostspieler.
Außenkamera ist schon kaputt. Die kaputten Kameras werden gar nicht mehr so als kaputt gekennzeichnet, sondern sind einfach nicht da. Nicht mehr da. Oder ist jemand? Kopfhörer aufdrehen. Mindestens zwei. Oh, Iana, nicht gut. Die will die Treppe runter. Okay, die müssen ja auch runter. Ich wechsle das Magazin. Fieberbarriere im Einsatz. Die ist bestimmt alleine. Küche. Sie haben Ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Moment. Die Gegner sichern den Bio-Gefahrgutbehälter. Mit Claimer. Ob's gleich reif, jetzt! Sie nur, aber ich kriege sie. Von der Sicherung des Behälters abhalten. Nur noch ein Gegner übrig. Au, scheiße, uns beide bekommen. Eigener Trupp eliminiert. Mission geschafft. Ah, wieder fast auf einer Linie. Sehr belastend. Schießt auf mich, dann kommt der Teamkollege ins Bild und wird mit erwischt. Das ist doch traurig. Dumm gelaufen. Verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Ich schaff das doch zeitlich wieder nicht bis hoch. Kommen wir da hier. Na, ich muss eine Pause machen. Die Drohne der Gegner hat Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Keine Sorge mehr wegen der Granate. Die Spritze ist aufgezogen. Dieser Fingerfehler, das sieht aus, ey. Nur noch 10 Sekunden. Barriere aufgestellt. Es bleiben 5 Sekunden. Er sagt ja gar nicht an, dass es losgeht. Unterwegs. Auf der Birsch, auf der Jagd. Treppe Ace. Ah,
Scheinen zwei zu sein. Oh, Kamera kaputt. Ah, das sind mindestens zwei. Das klang nicht so. Hier ist jemand. Oh, hier ist jemand. Ich lade nach. Oh, ist ja praktisch. Hier liegt ja schon. Es wird eng. Scheiße. Hat einen Teamkollegen mit umgebracht, na wenigstens das. Hat sich doch gelohnt. Missionserfolg für eigenen Trupp. War doch Finke, warum stellt die nicht wieder auf? Hat er Besseres zu tun, oder hat vielleicht kurz vorher gefinkert? Cafeteria, ist eigentlich böses Augezeit. Ich gehe aber mal ins Hammam, da kommt bestimmt jemand vorbei. Identifiziert, hier kommt eine Drohne reingefahren, das rieche ich doch. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Nachladen! Das Gerät ist vorbereitet. Nur noch 10 Sekunden. Gerät wurde platziert. 5 Sekunden. Sieht komisch aus mit dem linken Bein da am Kissen. Schuss. Gegner. Schmeißt schon was die Bravo. Ach, ihre Kackdrohne. Brava. So, Kopfhörer aufdrehen. Ballert schon jemand am Haupteingang rum. Jana haben sie auch. Die Karle ist aktiv. Oh, zwei komme ich besuchen. Wand verstärkt. Oh, es sind vielleicht sogar drei. Ach du Kacke. Das sind mindestens zwei. Die jetzt auch hier so verdammt durch. Ich hab Schockdrohne. Nee, die haben dieses Brava-Gedöns war das. Kann ja auch Geräte zerstören. Och, Rex, mach nicht so einen scheiß Lärm. Oh, den haben sie auch. Da kommt jemand. Übereingesetzt. Hä? Wir haben Jana. Natürlich jetzt nicht so gut. Ah, Granate. Muss hier weg. Dum. Die Musik dazu. Oh, Claymore steht. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Noch ein Gegner. Weg. Muss er biegen. Überall sind Gegner. Wechsle Magazine. Kaum noch Zeit. Wir sind ganz schön viele. Wobei noch einer mehr. Erst bei mir mit dem Laser.
noch ein Gegner übrig. Bei dir mit dem Laser, du bist da hinten. Ist drin. Weiteren Zugriff. Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Trupp. Oh, lief doch super. Das war ja mal eine coole Partie. Also allen voran auf Verteidigerseite hat das ja richtig, richtig Spaß gemacht. Sehr geduldig gewesen. Na gut, das mit dem Fenster reinspringen war jetzt nicht so gut, aber ansonsten hat mir alles ziemlich gefallen, was ich so gemacht habe. Kann ich hoffentlich draus lernen, aus allen Sachen, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.